Moin, ihr Serverbaumeister, ich bin die Leckschnitte und heute, ja, heute sind wir am zweiten Teil. Und zwar, also in unserem Server Setup Tutorial. Und heute dreht sich mal alles um die berüchtigte TypeXML. Ich habe es im letzten Video angesprochen. Es ist eine Datei, die letztendlich das ganze Loot oder den Loot Spawn regelt. Also zum Teil, ja, es ist ein Teil davon. Aber elementar, und da hüpfen wir mal rein. Und zwar liegt die, und diesen Ordner braucht ihr öfters, mpmissions. Die Standard-Map, Shannaros Plus, liegt hier. Enoch, das wäre meines Erachtens Livonia. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gestartet. Wir sind hier, DayZ Offline, Shannaros Plus. Wenn man mal eine andere Map installieren möchte, wie Deer Isle oder Essaka, dann würde quasi hier einmal dann die Map reinkommen. Und jede Map ist genauso aufgebaut mit einem DB-Folder. Hier sind Environments, die festgelegt sind. Storage, da ist quasi die ganze, ja, da wird gespeichert, was gespawnt wurde, welche Spieler, also wir haben hier Spielerdatenbanken etc. Das habt ihr das letzte Mal gesehen. In diesem Folder war ich, als ich gewiped habe. Das kann man erstmal außer Acht lassen. Worauf wir uns heute konzentrieren, und alles andere könnt ihr für diese Folge ignorieren. Wir kommen definitiv auf diese anderen Files auch noch zu sprechen. Aber heute sind wir hier in DB, und zwar in der TypeXML. So, hier ist sie. Und hier befinden sich alle Items, die es in der Vanilla-Version gibt. Ja? Wir haben hier alphabetisch das Ganze sortiert. Wir könnten mal, also mit Steuerung F ist auch sehr hilfreich. Steuerung F kann ich jetzt hier oben suchen und suche einfach mal nach Water. Und dann sehen wir schon eine Water Bottle. Oder, ja gut, Watchtower Kit. Na, auf jeden Fall hier markiert er mir direkt das, was ich, nachdem ich gesucht habe. So kann man sich schon mal sehr schnell durch die File etwas durchhangeln. Ja. Generell kann man auch anderweitig vorgehen, wenn man jetzt zum Beispiel dies hier mal nimmt. Gib mir mal alle Items, die in dieser Kategorie stecken. Und jetzt könnte ich hier mit den Pfeiltasten von Item zu Item hüpfen. Ja. Genau, aber das ist nur mal hier so ein kleines exemplarisches Beispiel, wie man quasi sich durch diese File durchsucht. Denn wie ihr seht, wir liegen hier bei insgesamt 18.659 Zeilen. Ja? Also nicht Items, aber das sind doch schon eine ganze Menge Text. Und hier muss man sich durchwurschteln. Und um natürlich einen perfekten Server zu gestalten, zu generieren, muss der Loot sehr gut gebalanced sein. Sprich, wenn wir neue Mods hinzufügen, also wir haben jetzt hier unsere Standard, ja, nehmen wir mal die Klamotten, die Militärklamotten, ja, die sind jetzt hier definiert. Jetzt nehmen wir eine weitere Mod, in denen überwiegend Militärklamotten vorhanden sind, dann müsste ich ja irgendwie so das Verhältnis ein bisschen anpassen. Ja? Also sprich, das, was neu hinzukommt, die Items, ja, die haben ja einen Wert, wie oft sie spawnen sollen oder wie viel sie mindestens auf dem Server vorhanden sein sollen. Und dann werden irgendwann zu viele Items deklariert. Und der Server sagt irgendwann so, ich habe hier keinen Platz mehr. Und somit muss man das alles ein bisschen nivellieren, also balancieren oder eine gute Balance, Loot Balance schaffen. Und auf was wir da achten müssen, das gehen wir jetzt einmal durch. Und zwar zu aller Anfang, was ist das hier für eine Datei? Das ist eine XML-Datei. Was bedeutet dies hier alles? Ja, also wir sehen hier zum Beispiel, dieses Item hat noch wesentlich mehr Parameter oder Eigenschaften gesetzt. Und wie sich so eine Datei aufbaut, das machen wir mal als allererstes. Also XML ist immer diese typische Notation, eine öffnende Klammer,
also in dem Moment, das ist ein kleiner Zeichen, findet ihr links neben dem Y auf der Taste. Und dann setze ich einen Tag. Also das heißt, meine Eigenschaft. Oder mein, machen wir es mal so, mein neuer Type. So, ihr seht, aha, das ist nämlich auch wieder ein Riesenvorteil von Visual Studio Code. Er baut mir das direkt auf. So, und prinzipiell ist immer das der Anfang. Ja, und wenn, also es ist ähnlich wie auch ein HTML-Dokument. Es ist von der Syntax ähnlich aufgebaut. Und dieser Tag, der abschließende Tag, fängt dann immer mit einem Slash an. Ja? Und somit weiß das Programm, aha, hier fängt was an. Das heißt, das ist die Überkategorie, also mein neuer Type. Und jetzt setze ich eine Unterkategorie und sage einfach mal eine... Ah, wie können wir es anders machen? Ich will es ein bisschen selbst erklären. Dann mein Auto, machen wir es so mal. So, dann hat mein Auto Türen, ja. Türen, Ü, seht ihr schon, ist in der Programmierung mega schlecht. Das sollte immer ein UE sein. So, hat er jetzt geändert. Ach so, okay, das hat er nicht angenommen. Seht ihr, er markert es mir auch direkt falsch an, denn der Anfangstag muss mit dem Endtag immer unter, also 1 sein. Ja? Warum er jetzt hier meckert, verstehe ich gerade nicht. Irgendwie ist es doch von der Syntax her korrekt. Naja, auf jeden Fall könnte ich jetzt hier Türen, ne, das ist mein Tag, und gebe jetzt hier quasi einfach eine Anzahl ein. Ne? Und würde sagen, Reifen 4. Ja? Also so wäre so die typische Syntax. Wenn ich jetzt, guck mal, ihr seht hier so ein Tag, ne? Den hole ich mir mal. Sowas geht auch. Und zwar, wenn ich einfach nur, also jetzt hier keinen Wert reinsetze, sondern diesen Tag, ja, wie nennt man das denn? Gute Frage. Also dem eigentlichen Namen, wie ich hier auch setzen möchte. Also die Category, ja, hat einen Namen. Und ich habe ja jetzt, also in der vollen Ausschreibung würde es so aussehen. Das ist dann Category. So wäre es richtig, aber da ich ja hier nichts reinsetzen möchte als Wert, ja, Category macht keinen Sinn in dem Sinn, da einen Wert reinzudengeln, sondern der Category nur einen Namen, ein Attribut verpassen. Das ist, hört sich super intelligent an. Dann setze ich das direkt innerhalb des Tags. Ja? Und dann brauche ich das hier nicht. Und es gibt dann diese verkürzte Schreibweise, dass man das quasi so einmal schreibt. Also das ist mal so ein Schnelldurchflug, wie so ein XML aufgebaut ist. Ihr seht es auch schon, es wird mir immer entsprechend gehighlightet, Anfang, Ende. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich will noch eine Liste Autos, ja, erstellen. Und jetzt packe ich mein Auto einfach in diese Liste. Und das muss natürlich dann auch hier drinne sein. Und dann, ja, so wäre dann, könnte so ein Aufbau sein. Und dann würde mein Auto, ah, guck mal, jetzt könnte man hier Name, ist gleich. Ich sag mal, das Auto Karl, ja. Und jetzt bauen wir ein zweites Auto und sagen da, das ist das Auto Gitte, hat aber hier 4 Türen und ist ein Mega-Auto mit 6 Reifen, 3 Achsen, ja, das könnte man sogar auch noch Achsen, und ihr seht, das muss ich natürlich hier hinten auch anpassen, ja. So, also das mal so als kleiner Exkurs, wie dieser Aufbau ist. Ne? Also ich habe hier die Liste Autos und dann sind hier jeweils meine Autos. In dem Moment, wo meine Autos hier noch Innenwerte haben, ja, dieses, dann kann ich natürlich jetzt hier nicht hingehen und kann sowas machen. Denn wo sollte ich denn, dann brauche ich tatsächlich so einen öffnenden und schließenden Tag. Also das ist der öffnende Tag, das ist der schließende Tag. Ne? Also so mal einfach zur Syntax, wie so ein XML aufgebaut ist. So, das löschen wir mal. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Jetzt kommt der,
ja, spannende Teil. Was bedeutet das denn hier alles? Also, das ist ein Visier. Wir haben hier einen Nominalwert, also einen Nennwert, eine Lifetime, Restock und Min. Beschäftigen wir uns mal erst damit. Also, Min heißt, also schau mal, dass du mindestens 8 Items auf der Welt verteilst. Also erstmal grob, ja, das sollte auf der Welt vorhanden sein, also auf Chernarus in dem Falle. Und nominal, das ist fast ein Maxwert, aber deswegen steht dort nominal, das ist quasi ein gewünschter Wert, wo wir sagen, also ich hätte ganz gerne so max 15, aber schau mal, je nachdem, wie du Platz hast. Ja, es gibt so einen Loot-Algorithmus in DayZ, und der schaut halt dann hier drauf und sagt so, ich habe noch so viel Platz auf der Welt. Natürlich kriegst du hier deine 15 Items dann noch platziert. Es kann aber auch sein, dass er sagt so, ist ein bisschen knapp. Also ich soll ja mindestens 8 setzen. Das versucht er auch. Ja. In der Regel ist es auch, wenn es gut gebalanced ist, passt das auch. Und 15 Items, ja, die versuche ich mal zu platzieren. Ja. Dann gibt es eine Lifetime und das ist immer ein Sekundenwert. Ja. Also hier wird in Sekunden angegeben, wenn dieses Item gespawnt wird und es keiner angepackt hat. Ja. Oder noch besser, ich habe es gefunden, nehme es in die Hand und schmeiße es wieder auf den Boden. Dann fängt dieser Timer von vorne an. So lange, wie es, also wenn, sagen wir mal, nach 14.400 Sekunden das Item danach, nachdem ich es auf den Boden geschmissen habe, keiner angepackt habe, dann wird es despawned, dann verschwindet das. Ja. Jetzt erklärt sich auch, warum hier und da das ein oder andere Item euch einfach in der Welt flöten geht, wenn ihr das nicht mal wieder in die Hand nehmt. Oder gänzlich bei euch dabei habt, ja, in eurem Inventar, dann verschwindet es nämlich nicht. Dann wird diese Lifetime-Regelung, ist quasi in dem Moment ausgehebelt. Ja. 14.400 Sekunden, ich glaube, ja, es ist mir zu kompliziert zum Rechnen. Ich weiß es nicht, wie viele Minuten, Tage es sind, aber es ist nicht allzu lange. Ja? So, und ein Restock ist ein Timer, der sagt, also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier auf dem Mindestwert angekommen bin, ja, oder sagen wir, ich habe diese Items nur noch 8-mal da, und es soll auf 15 quasi ja irgendwann hochgesetzt werden, dann gilt dieser Timer, der dann einfach, also wenn er positiv gesetzt ist, wie lange wird gewartet, bis das Item wieder aufgestockt wird. Ja? Also quasi in der Zeit des Aufstockens. Je kleiner die ausfällt, umso schneller wird dieses Item nachgespawnt, wenn es nicht mehr auf der Welt oder das Min erreicht hat. Ja? Oder sagen wir mal, unter das Min kommt. Genau, das ist besser, wenn es unter das Minimum ankommt. Sagen wir mal, wir haben jetzt ganz viele Spieler, die sollen, 8-mal soll dieses Item mindestens auf der Welt sein und die klauen sich das und finden das an jeder Ecke. Und 0 sind noch auf der Karte und dann weiß der Algorithmus, ah, okay, in 1800 Sekunden muss ich die Items wieder aufstocken zu dem Mindestwert oder den Nominalwert, wenn ich es denn schaffe, 15 zu platzieren. Quant Min und Quant Max ist hier auf minus 1 gesetzt und das ist einfach logisch. Nehmen wir eine Wasserflasche. Ja? Also wenn einer, das ist ein prozentualer Wert. Wir gucken uns die Wasserflasche einfach mal an. Wir sind ja hier so clever und können jetzt ja suchen. Water, Bottle, guck mal, hier ist es nämlich gesetzt. Und zwar, wenn du es spawnst, muss mindestens die Flasche zu 20% gefüllt sein, aber 70% max. Und das erklärt, warum du auch nie volle Flaschen findest. Wenn du das möchtest, ja, müsstest du dann hier quasi eine 100 reinsetzen.
So, wer es vielleicht nicht weiß, Steuerung Z mache ich das wieder rückgängig. Immer den letzten Schritt, die letzte Änderung wird somit rückgängig gemacht. Aber seid damit ein bisschen vorsichtig, ja. Genau. Also ihr lernt auch immer ein paar Tastenkombinationen und auch wie hier diese Suche, die sind einfach wichtig, um durch solche Dateien sich durchwurschteln zu müssen, weil am Anfang ist es ein bisschen erschlagend sogar. Genau, rechts zum Beispiel, das sowas bietet dir Visual Studio auch nicht. Hier gibt es so eine kleine Linse, wo man sieht, wo ich mich gerade befinde, ja. Seht ihr das so ein bisschen eingemarkiert? Das ist auch immer sehr hilfreich, ja. Also deswegen ladet euch diese IDE runter und ihr müsst dann eigentlich, und das schweife ich ganz kurz nochmal ab, hier einfach nur Open Folder und geht auf euer bekanntes Server Folder, dann habt ihr das genau wie ich hier drin. Ja? Das hatte ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen. So, einmal nachgeholt. Okay, Thorsten, 6 Sätzen. Nein, Gott. Okay, was haben wir denn noch hier? Also Quantmin, Quantmax, das ist für Items, die irgendwie einen Füllstand haben. Ja, eine Cola-Dose, weiß ich nicht, ich glaube, zum Beispiel Gasmaskenfilter wäre genauso. Ne? Wie voll soll der denn noch sein? Ja, da kann man das prozentual angeben. Der Maxwert ist 100 und wenn das hier nicht zutrifft, also ein Visier ist nicht gefüllt, dann steht minus 1 und das Programm weiß, aha, muss ich mich nicht drum kümmern. COS, das ist ein prozentualer Wert. Ich meine, dass fast alle mit 100 hier angegeben sind. Und zwar kann man darüber steuern, hey, wenn die Items abgegrast sind, wie wichtig ist denn dieses Item, dass es wieder aufgefüllt wird? Und wenn du einen sagst, ach, das ist bei dem Item nicht so wichtig, dann könnte ich hier 50 setzen. Und dann würde das ein bisschen weniger beachtet werden von DayZ, also von diesem Algorithmus, wie ein Item, was auf 100% gesetzt ist. Und in der Regel, ich glaube, ich habe hier noch keins gesehen, wo Coast nicht 100 ist. Ich glaube nicht. Gut. Aber hier habe ich selbst persönlich auch noch nie Änderungen vorgenommen. Das ist hier Flags. Das ist ein spannender Teil. Und zwar, wir geben ja hier oben durch den Min-Wert und den nominalen Wert an, hey, die Items sollen zu dieser Anzahl auf der Welt spawnen. Und dann kannst du hier, das ist wie ein Bool. Ein Bool sagt 0 oder 1, ja oder nein. Ein boolscher Wert ist immer nur aus 0 oder 1. Also 0 für false, falsch und 1 für true. Und somit kann ich sagen, hey, ich möchte nur maximal 15 von diesen Visieren auf der Welt. Und hier wird einfach nur gefragt, und soll ich die bei einem Spieler quasi in Cargo mitzählen? Ja? Das heißt, wenn 15 Leute das schon im Säckel haben, im Rucksack, wie wo auch immer, dann würde er es nicht nachspawnen, weil er sagt so, ja, sorry, 15 schon erreicht. Erst wenn der Spieler getötet wird, die Items wieder despawnen oder was auch immer, er das Item wegschmeißt, irgendwann hier die Lifetime zu Ende ist, dann würde er es wieder aufstocken. Ja, ist auch selten auf 1 gesetzt. Count in Hoarder. Count in Hoarder. Was war das nochmal? Ich habe es nicht ganz... Achso, in Containern, genau. Hier diese ganz normalen Container, diese Military oder normalen Container, wo er sagt, soll ich das mitzählen? Ja, ja oder nein? Count in Map, natürlich, ja. Also beziehungsweise man kann auch sagen, so nö, Count in Map nicht, sondern nur, dann könnte ich hier sagen, aber das macht ja keinen Sinn. Dann würden die ja nur hier in Hoarders spawnen können. Ja. Ach, Count in Cargo, siehst du, das müssten dann mehr so auf Kisten bezogen sein. Und Count in Player, das ist das im Inventar. Genau. Ja, also ich muss dazu sagen, ihr merkt es, dass ich jetzt hier auch immer nebenbei ein bisschen auf den Zettel spicke. Denn diese Werte habe ich auch sehr, sehr selten angepasst. Ja. Ich will es nur noch mal, ich weiß in etwa, was sie bedeuten. Also wie gesagt, hier wird, soll ich mit die Items mitzählen, die sich in Spielern befinden. Und wenn ich jetzt was crafte, also angenommen, dieses Visier könnte ich craften, ja, und dann stelle ich es ja her. Ja. Das heißt, auf der Welt gibt es ja dann ein Item mehr. Ja. Also momentan kann man kein Optik oder kein Visier craften, aber wenn es so wäre, ja,
würde er sagen, so, hey, und soll ich das dann mitzählen, wenn das einer craftet? Ja. Und die Loot, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht. Ach so, das sind die Events, genau. Also das ein Heli-Crash oder so wird da berücksichtigt. Also das mal nur so im Groben. Im Grunde könnt ihr das erstmal ignorieren, ja. Category, das ist, ja, wir haben verschiedene Categories. Wir haben Weapons, wir haben Food, Tools, was haben wir denn noch? Food, Tools, Weapons, ich glaube Medic etc. Also ich gebe euch nachher einen Link, wo das alles nochmal ein bisschen detailliert aufgelistet ist, wo ihr dann im Nachgang nochmal nachschauen könnt. Ja? Wir gucken nochmal, ob es Category Medic gibt. Ich meine wohl. Medic. Ne, er sagt no results. Medicine auch nicht. Okay, aber wie gesagt, ihr bekommt von mir noch einen Link. Dann werden die ganzen Categories nochmal aufgelistet, die es gibt. Ja. Die Categories, die sind in einer anderen Datei. Und zwar in der Map Cropos Roto. Hier sind verschiedene... Achso, Container gibt es auch, genau als... Also das sind quasi diese Gruppen, ja. Das sind die Kategorie-Gruppen. Oder nee, warte mal, hier... Wie war das denn nochmal? Category... Genau, wenn du diese Category angibst... irgendwie fängt das auf jeden Fall mit der Kategorie zusammen. Ich hole das fürs nächste Mal nach. Lassen wir es erstmal so im Raum stehen. Ich möchte euch in dem Fall nichts Falsches erzählen und bin da jetzt auch einfach schlecht vorbereitet. Aber im Grunde genommen, ihr wisst, dass es Kategorien gibt. Vehicle Parts zum Beispiel oder Vehicles Parts. Und deswegen gibt es immer diesen einen... Will nicht zu weit ausschweifen. Kommen wir auch noch drauf. Erstmal hier die Basics sozusagen. So, Kategorie habe ich einmal. Dann die Usage. Und jetzt wird es interessant. Wo soll denn das spawnen? Das ist quasi hier einmal die Aussage. Ja? Und zwar alles, was Military angeht. Ja? Oder hier unten sehen wir Usage, Police. Es gibt mehrere Usages, also Town, Village, Hunting. Das sind so die mir jetzt noch einfallen. Selbsterklärend, ne? Hunting, also alles, was irgendwo mit Jägerstände oder hier diese typischen Camps, ja, dann würde das spawnen und wir machen es doch einfach mal. Also wir sagen, dieses Item soll, also kann man sich kopieren, Military spawnen, ja, und dann ist die Syntax natürlich auch wichtig. Das muss so geschrieben werden und darf nicht so geschrieben sein. Also es ist wirklich case-sensitive. Case-sensitive heißt, also es wird auf die Rechtschreibung geachtet und auf Klein- und Großbuchstaben. Ne? Also Hunting, so wäre es richtig. Gut, das würde jetzt bedeuten, dieses Visier spawnt mindestens 8 Mal und Daisy versucht es bis zu 15 Mal zur Verfügung zu stellen, und zwar nur in Militärgebieten und nur in Jagdgebieten. Ja? Das ist die Eingrenzung. Jetzt sagen wir aber, ja, aber wenn jetzt jemand unten am Strand spawnt, ja, also da muss ja so ein tolles, oder sagen wir mal, ja, da gibt es ja auch Hunting-Gebiete, dann muss er das aber nicht unbedingt finden. Ja? Ich möchte eher, dass er das, je tiefer der quasi ins Landesinnere geht, da soll er das spawnen. Ja? Und dafür hat DayZ Tiers angelegt. So, Tiers ist Englisch, bedeutet nichts anderes wie Gebiete. Ja, so kann man es sagen. Ich öffne mal hier unsere... Nicht wundern über den gelben Kreis. Den habe ich irgendwann mal gezeigt und kriege ihn nicht mehr weg. Ja. So, I Survive. Wir gehen mal auf unsere Karte. Und ihr wisst ja alle, man spawnt in der Regel am Strand. Und hier, so wo ich jetzt lang gehe, das wäre so Tier 1, kann man sagen. Ja? So ein Gürtel. In dem Gebiet ist so Tier 1. Etwas höher drum ist wieder so ein Gürtel, ist Tier 2.
Also ich zeichne ihn jetzt nicht exakt nach. Genau, es gibt ein paar Karten, aber meistens sind sie veraltet. Aber so kann man sich es ein bisschen vorstellen. Tier 3 ist so weit hier oben. Auch das Militär-Airfield ist Tier 3. Ja. Und Tier 4 ist meines Erachtens Tizzy Only. Bin ich mir aber nicht sicher, ob sie das noch erweitert haben. Ja, hier oben die Tizzy Military, das Gebiet. Oder ich glaube generell hier oben so dieser kleine Gürtel, das dürfte Tier 4 sein. Ja. Dort spawnen meistens die besten Items. Ja. Oder wir verändern es. Wir haben es in der Hand. Ja. Wir können sagen, wo was spawnt. Deswegen gibt es nämlich diese Datei. Aber das nochmal dazu gesagt. Also wir gehen nochmal zu unserem Visier und sagen, okay, also sollen nur Military Hunting, aber das ist so ein tolles Visier. Also Tier 1 und Tier 2, das ist ja easy, da soll es nicht spawnen, ja. Odia sagt so, boah, das ist so wertvoll, also das soll wirklich nur Tier 4 spawnen, ja. Und dann kann man natürlich auch an solchen Gebieten, also Tier 4, Tizzy, sagen so, hey, da haue ich noch paar mehr Zombies drauf, ja. Also dass es wirklich schwierig ist, dort auch zu überleben. Und ja, schon habe ich hier ganz klipp und klar gesagt, wo sollst du denn spawnen, ja? Also das sind diese Tiers und es gibt 1, 2, 3, 4 verschiedene Tiers. Tier 1 ist so die Küste ringsrum, Tier 2 ist so der innere Gürtel, 3 ist so die Mitte und oben im Norden so die Ecke, das ist Tier 4. Gut, haben wir das? Ja, kann man so lassen eigentlich. Also das muss man für sich selbst entscheiden, wie wichtig, wie toll ist dieses Visier, ja. So, und jetzt stellt sich immer mal die Frage, ja, 15 in der Welt, sind das jetzt viele oder wenig? Naja, machen wir es mal anders. Wir gucken mal nach unserer Wasserflasche. Also die spawnt 130 Mal, ja. Also die findest du nicht unbedingt an jeder Ecke, ja, aber doch schon recht häufig. Also schon so 130 oder auch 80 wäre schon, wo man sagt so, jo, das ist schon nicht selten. Lass uns mal nochmal nach oben gehen. Mal so mit den Waffen. Das ist ja eigentlich das, was man am meisten so beeinflussen möchte. Wo spawnt welche Waffe? Jetzt haben wir hier die AK-101 mit 8, nominal mindestens 5. Ja, die ist jetzt nicht ganz so häufig. Also die ist schon ein bisschen seltener. Spawnt auch nur Tier 3, Tier 4 auf Militärgebieten. Also die findest du nirgendwo anders. Also weder in einem Krankenhaus noch bei den Feuerwehrleuten. Die ist wirklich nur auf Militärgebieten. Und das Tier 3, Tier 4 oben im Norden oder halt so mittig der Karte. Hier ist Counting Cargo 1. Aha, also zähle das mit, was auch in Containern spawnt. Counting Hoarder auch 1. Habe ich das gesetzt? Habe ich das gesetzt? Ich weiß es nicht genau. Also ich sehe es eher selten und wenn, ich habe hier ehrlich gesagt noch nie was geändert. Wir nehmen es mal so hin. Ja. Und Category ist auch in Weapons. So, jetzt nehmen wir mal eine AK, eine Black, die gibt es gar nicht. Ja. Also wir können auch einfach sagen, hey, du spawnst hier überhaupt nicht. Oder was wir auch machen können, wir können sagen, also nominal versuch mal 5 Stück zu spawnen, aber wir setzen kein Minimum, also wir sagen nicht, du musst mindestens 2 haben, sondern nö, wenn keiner da ist, ist auch gut, versuch mal 5 zu spawnen. Ja? So kann man es ein bisschen im Wortlaut wiedergeben, was hier steht. Aber ich kann natürlich auch sagen, eine sollte schon da sein, ja? Oder 2. Ja? Und schon würde jetzt nach dem nächsten Restart, würde er hier suchen, er würde das erkennen, aha, hat sich was geändert.
und wird gucken, ob er Platz auf der Karte hat. Und wenn ja, würde er entweder mindestens 2 oder max 5, nominal 5 versuchen zu spawnen. Und zwar hier, das ist eine Category Weapons und nichts steht drunter, das heißt, die kann überall spawnen. Ja? Die findest du, kannst du in einem Haus finden, Industriegebieten, überall. Ja? Also auf der ganzen Welt verteilt sozusagen, also auf Shanaus. Hier gibt es keine Einschränkung, wo er das hinlegen soll. Es gibt sonst noch ein interessantes Tag, was man setzen kann. Und da sagt man auch, Name ist gleich. Hier kann ich wieder den, die einfache Notation nehmen und sage entweder Floor. Ich bin mir nicht sicher, ob es klein oder groß geschrieben ist. Ich glaube klein. Floor. Das würde heißen, das legt bitte nur auf den Boden. Oder es gibt quasi noch Shelves, wenn du das in Regalen finden solltest. Das sind zwei, die Möglichkeiten, mehr gibt es glaube ich nicht, kann man dann auch noch bestimmen. Also diese AKS 74U, wenn die spawnen, dann entweder in Regalen und zwar in Militärgebieten. Ja. Wird auch nicht sehr häufig genutzt, aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Gut, ich glaube, soweit haben wir das Wichtigste einmal durch. Wie gesagt, ich verlinke euch noch. Achso, hier sehen wir Ammo-Box. Guck mal, das ist interessant. Die maximale Lifetime eines Items beträgt 45 Tage. Und dieser Wert, also 3.888.000 Sekunden sind genau 45 Tage. Haha, das weiß ich. Und nach 45 Tagen würde, wenn sie nicht benutzt wird, die Ammo-Box gelöscht. Despawn sie. Ja. Das ist häufig, dass das so gesetzt wird. Ja. Und wir befinden uns ja in dem Bereich immer noch in einer Types XML von Anfang an. Also die ist unverändert. So ist quasi die Vorstellung von DayZ, wie die Types gestaltet werden sollen. Wir können das anpassen, wir müssen uns aber nicht. Ne? So, jetzt gehen wir mal an unseren Server und sagen, hey, wir wollen uns mal ein Codelock installieren. Das ist ein Item, ja, aber was auch natürlich gerne genutzt wird. Und was ich mache, und zwar ist es kleiner, ja, Ausrufezeichen, minus, minus. Und dann mache ich ein Start, also ich setze mir einen Kommentar sozusagen. Start Vanilla. Ja, somit lege ich mir hier fest, bis hierhin, also hier fangen die Vanilla-Items an. Ja. Jetzt scroll ich ganz zum Ende. Und ich muss hier innerhalb der Types, das ist quasi die Liste, ne, wie ich euch das vorher mit der Liste der Autos gezeigt habe. Ich muss natürlich hier, und da setze ich End. Ich muss mich hier innerhalb dieser Types bewegen. Ja? Also das ist die Liste, die Types, Mehrzahl, die Liste von den Type, Types, Typen. Also hier, das sind ja die einzelnen Typen, die hier deklariert werden. So. Und jetzt will ich ja, kann ich den Codelock hinzufügen. Und ich sage euch auch gleich, warum ich das so mache. Denn wenn ihr irgendwann mal so 20 Mods installiert habt und diese Datei wird immer, immer länger, da sucht ihr euch ja richtig dusselig. Und was ich dann einfach suche, ist dann nach diesem Zeichen und braucht dann nur hier runter und fups, bin ich meinem Codelock. Ja? Und ich weiß, dass wir danach einen Mustang installieren. Ich lasse mir hier auch immer ein bisschen Platz. Und kann dann jetzt hier einfach Mustang schreiben. Mustang. So. Und schon 3 of 3. Also ich kann jetzt hier doch mega gut durchhoppeln. Ja?
Und wenn wir den Mustang hinzufügen, werdet ihr sehen, da kommen dann auch wieder wirklich eine Menge Items dazu einfach. Ja? Das muss man im Hinterkopf haben. Okay, jetzt lasst uns erstmal auf den Codelock konzentrieren. Das ist die Mod, die wir installieren möchten. Und die installieren wir auch erstmal. Und deswegen, ich kann natürlich hier nichts reinziehen. Ja? Oder geht das? Ich wüsste nicht. Wir können es mal probieren. Oder doch, ich glaube, das könnte sogar gehen. Warte mal, hier sind wir auf unserem Server. Und dann machen wir mal unseren Workshop auf. Gehen wieder Visual Studio Code. Ich probiere es, ich arbeite so eigentlich nicht. Aber für euch probiere ich das mal aus, ob es so auch gehen würde. Codelock habe ich installiert, das weiß ich. Hier Codelock, Steuerung C. Und gehe jetzt mal hier unten unter Steuerung V. Nee, also funktioniert nicht. Gut, dann gehen wir das wie gewohnt. Also Workshop nach links. Ich habe euch gesagt, ich arbeite gerne von links nach rechts. Und machen jetzt meinen Server auf. Und den ziehe ich hier ganz nach rechts und kann mir jetzt meinen Workshop hinziehen. Mache jetzt hier Steuerung C, Steuerung V. Ja, jetzt öffne ich hier meinen Keys Folder. Ich gehe hier rein, gehe auf Keys, Steuerung C, Steuerung V. So, dann ist die Mod soweit schon mal noch nicht installiert. Sie ist quasi auf dem Server kopiert. Ja. Und hier, guck mal, haben wir ein XML-File. Und das öffnen wir mit einem Rechtsklick. Deswegen brauche ich eigentlich auch immer noch Notepad++. So, hier ist das, was wir brauchen. Das kopiere ich mir raus. Achso, hier ist, warte mal. So, ein Zweitbildschirm, das seht ihr gar nicht. So, tada! Das ist das, er sagt schon, add into types XML. Ja. So. Kopiere ich mir raus. Hier muss ich erstmal nichts machen. Ich brauche quasi wieder nur hier mein VS Code, Bums, und setze einmal hier den Codelock rein. Und jetzt gehen wir mal durch, was hat er mir denn da geschrieben? Also nominal 80, puh, das ist eine ganze Menge. Mindestens 50, das heißt, die Map ist ja fast voll von Codelocks. Also ich würde sagen, das ist ein, also so mache ich es oder sehe es so, Codelock ist ja schon ein bisschen exklusiver. Und ich würde sagen, da sollen die Leute ruhig ein bisschen suchen. Ich hätte gesagt, ich halbiere das, und zwar nominal 40 und mindestens 20 reichen, finde ich. Also man soll happy sein, wenn man das findet, wenn man das an jeder Ecke findet. Das ist auch immer wichtig, wo ihr selber ein bisschen steuern könnt. Ja? Dass offenbar die ganze Welt schreit, hey, hat jemand von euch einen Codelock gefunden? Ja, ich finde hier keins seit 3 Tagen nicht. Ne? Das kann natürlich daran liegen, dass wir es ein bisschen seltener deklarieren. Und oft ist es auch gewünscht. Also sowas wäre von mir definitiv gewünscht. Hey, du findest das eben nicht an jeder Ecke. Und wenn du das findest, kannst du dich richtig dolle freuen. Das hast du ja hart erarbeitet. Ja? Man kann auch zum Beispiel das so steuern, dass man sagt, also, ich mache es richtig selten. Ja? So. Du findest es echt selten, ja. Aber zum Beispiel habe ich eine Mod, wo man King of the Hill oder so, wo ich das quasi dann in den Gewinn mit reinpacke, ja, dass dann die Leute sagen, okay, entweder muss ich lange suchen oder aber ich nehme an so einem Event teil. Also gerade wenn man so ein bisschen PvP-Action provozieren möchte, dass die Leute da auch hingehen, weil jeder möchte irgendwann mal einen Codelock, und pro Basis reicht auch nicht ein Codelock. Na, dann könnte man diesen Weg so gehen. Ja. Ich würde sagen, wir machen es aber mal mit 40-20. Und ansonsten gehe ich nochmal alles durch. Ich habe hier Count in Map 1, jawohl. Es ist hier in dem Moment Category Name Tools. Und in Industriegebieten und in Farm finden wir das. Und ich finde, das dürfte auch... in Towns oder Villages. Vielleicht ist es dann noch ein bisschen mehr verteilt. Und sage,
in Town. Und ich setze es tatsächlich auch nochmal auf Village. Ja? So. Also so stelle ich es mir jetzt einmal vor. Ich kann es ja immer wieder ändern. Ja? Das heißt, man hätte nicht nur diese zwei Spots, die man anlaufen muss, um ein Tool zu finden, sondern man kann auch einfach nur riesen Glück haben, wenn man irgendwo die Häuser durchgeht und dann liegt es dann irgendwo. Ne? Okay, schon haben wir unseren Codelog auch deklariert, ja, dass er dann auch spawnen kann. Was jetzt noch fehlt, genau, wir haben ja die Mod noch gar nicht so weit installiert. Und ich hoffe, ihr habt soweit bis dahin noch alles zu laufen bekommen. Denn jetzt müssen wir eigentlich nur noch hingehen und gehen. Oder warte mal, eigentlich noch besser. Kann ich hier den Trick mit dem F2 machen? Ich glaube, doch hier, da, F2. Copy, damit ich genau den exakten Namen habe. Ja, und dann vermeide ich Tippfehler. Und nicht vergessen, Semikolon am Ende. Und schon sind wir good to go. Ja. Ich brauche den Server jetzt nicht starten. Wir werden dieses Code-Log ja nicht finden. Oder nicht so schnell. Die Zeit will ich auch gar nicht jetzt verplempern dann. Ich würde sagen, ihr habt so schon mal einen guten Einblick hier über die Types bekommen. Wie man dann auch so einen Item hier deklariert. Ja. Ein bisschen die Syntax immer durchgegangen. Und ich würde sagen, im nächsten Teil dann wird es einmal spannend. Dann nehmen wir nämlich uns hier den Mustang vor. Und da wir ja noch keinen Trader haben, ja, könnte ich entweder, also muss ich irgendwie ja, so wie es bei den Vanilla-Autos auch der Fall ist, dafür sorgen, dass die spawnen zum einen und dann ja entweder nur mal mit zwei Reifen oder drei oder komplett oder ohne Motor, nicht Motor, ohne Batterie, mit Batterie. Und ich kann auch genau festlegen, wo soll das Auto denn spawnen. Also dann arbeite ich schon mit Koordinaten. Ja. Und wie das geht, das gehen wir im nächsten Teil durch. Gut, ich hoffe, ihr habt hier einen guten Einblick bekommen. Und lasst euch nicht erschrecken durch die Vielzahl an Items, die es hier gibt. Wenn ihr einmal diese Fleißarbeit gemacht habt, einiges kann man ignorieren. Zum Beispiel, was ich gerne immer mache, diese hier, Teddybären, unmöglich, braucht kein Mensch, ja. Die sind bei mir 0-0, das heißt, die spawnen dann auch nicht mehr. Das würde jetzt aber nicht bedeuten, dass die, die es schon auf der Welt gibt, beim nächsten Mal gelöscht werden, das nicht, ja. Sondern die werden gelöscht, es spawnen keine neuen nach, ja. Und die, die irgendwo liegen, die werden dann nach dieser Zeit gelöscht. Also das auch mal als Erklärung. Aber das sind so Items, wo ich sage, so, die braucht kein Mensch. Und die liegen echt sonst an jeder Ecke, weil jede Farbe hat 80, glaube ich, eben hier gehabt. Ich gehe nochmal zurück. Der hat 25, ja. Also, nee, danke. Brauchen wir nicht. Weg damit. Sind für mich auch echt ein bisschen nutzlos. Früher waren die mal gefüllt. Ja? Da hatten die noch einen Sinn. Wenn du einen Teddybär gefunden hast, da war da mal was drin. Die haben das irgendwann geändert und seitdem findest du nur leere Teddybären. Genau. Und wie dieses Füllen, also von wegen, hey, gut, bei dem Bär weiß ich gar nicht. Das müsste eigentlich über ein Event auch zu steuern sein. Aber das machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal in ja, einer Veranschaulichung von einem Auto. Ja. Es gibt ja nicht nur diese Auto-Events, wann ein Auto spawnt, sondern man kann natürlich dann auch für so ein Bären-Event anlegen, wenn der spawnt, dann guck mal, dass in das Item von der Kategorie reinkommt oder so. Ja. Aber das gehen wir beim nächsten Mal durch. Dann würde ich sagen, euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Die Leckschnitter. Ciao.